Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei der Terra May in der Secret World. Wir sind hier in Ägypten und hinter uns das große Aton-Symbol des Todes. Es ist immer noch Halloween-Event, aber da Eukalypta noch zu klein ist, kann sie nicht alle Halloween-Sachen machen. Ein bisschen traurig ist das ja schon. Ne? So. Ja, irgendwie schon. Ja, aber immerhin die Katze habe ich hier mitgenommen. Ja. Ja. Und ja, wir machen einfach hier die normalen Storys weiter. Ich hoffe mal nicht, dass du jetzt hier mit deinem fortgeschrittenen Charakter hier alle mit einem Schuss umnietest hier. Da habe ich gar nichts mehr zu tun. Gut. Pamose hat eine Quest für uns. Eine Stadt aus Blut geboren. Die ist sogar leicht, angeblich. Ja, na gut. Gucken wir mal. Ich habe versagt. Ich habe alle im Stich gelassen. Ich habe sie enttäuscht. Diese schreckliche Stadt hätte in alle Ewigkeit verborgen bleiben sollen. Aber vielleicht musste es ja so kommen. Man kann Geheimnisse nicht ewig hüten. Wenigstens sind die Wächter, meine Kinder, jetzt nicht länger allein. Hier ist der schwarze Pharao eine blutbefleckte Stufe nach der anderen herabgestiegen, wo seine Untertanen als Sklaven hingebracht und seinem grausamen Gott Aton geopfert wurden. Die Stadt wurde aus Blut geboren, und aus ihren Schrecken lässt sich nichts lernen. Aton ist kein Gott, und die atonistische Religion weiß gar nicht, was Opfern bedeutet. Aus freiem Willen, das Herz voller Licht und Hingabe. Dieses Ding, das sich Aton nennt, nimmt nur, verlangt und verschlingt die Unschuld der Menschen, ihren Geist, ihre Seele, und gar nichts kann seinen Hunger stillen. Wir haben einmal zugesehen, wie er Ägypten in die Knie zwang. Und dann opferten wir uns selbst und andere, um ihn aufzuhalten. Heute ist die Welt größer. Wenn er kann, verbreitet Aton seine Finsternis auch außerhalb Ägyptens. Das Blutvergießen hat schon begonnen und die Aasfresser sammeln sich an seinen Altären. Und meine tapferen Kinder schreien. Sie fürchten, ihre Stärke reicht diesmal nicht aus. Ich weigere mich zu glauben, dass sie scheitern können. Denn wenn sie scheitern, dann ist das nächste Blutopfer, das es gibt, unsere Zukunft und ihre. Oh, das sieht ganz schön gruselig aus mit dem Vampir-Outfit hier. Noch eine Sekunde ja. Und dann ist es auch wieder weg. Ne? Geht das nicht automatisch weg? Wahrscheinlich. Es bleibt bei einer Sekunde. Naja, vielleicht jetzt für immer. So, ja, wir müssen die Ruinen von Gulen säubern. Das kriegen wir auch hin. Ich will erstmal hier einen XP-Trank einschmeißen. Genau, machen wir mal. Ich lade mal in der Zeit Kettenangriffe. Jo. Oh, bist du schlecht. Ich bin nicht mit einem Schuss enttäuscht. Ja, das würdest du auch. Also bitte, komm mal. Sei mal ganz ruhig. Außerdem, das ist jetzt auch ganz wenig hier und die haben ja aber nicht wirklich Debuffs drauf. Debuffs? Ja, Debuffs. Hier, geschwächten Modus und so, was ich ja sonst immer kriege, ne? Ich bin ja verwöhnt. Das ist richtig. Jetzt kriegst du nur Heilung. Ja. Ja gut, damit bin ich auch zufrieden. Es sei denn, die greifen mich an. Ich bin mir die Heilung selber. Ist klar. Das dürfte aber relativ selten der Fall sein. Ja, und wenn, dann gucken sie dich nur einmal vielleicht an und stupsen dich und dann gehen sie auch schon auf mich zu. Ja. Schönen Gruß übrigens an den Lensrag Dark, der heute wieder nicht dabei sein kann. Und Willandisch! Genau, und den Willandisch. Ja.
Der arme Villanisch. Ich muss Maya-Gefangene befreien übrigens, fällt mir gerade auf. Nicht mehr Gule töten, leider. Naja, die töten wir ja trotzdem. Aber wenn wir es können. Weil sie es nicht anders verdienen. Ja. Ich muss mal gerade meine Skills ein bisschen umändern. Ich habe hier, glaube ich, immer noch das von der Inni drin. Hier, da braucht man ein paar Sachen, glaube ich, so sonst nicht. Ja, töte du mal weiter. Braves Mädchen. So. Ja. Wir sprechen uns noch nach der Aufnahme. Ah, gut, ich sollte öfter aufnehmen, da traut sie sich nicht. So, ja, das hier, Ernte und Saat. Ja, läuft. So. Wir brauchen übrigens noch einen putzigen Namen für diese komischen Tentakel-Katze. Ja. Wie wäre es mit Hentai? Hentai, au, au, au. Okay. Hentai. Muss man echt mal drauf kommen. Tja. Liebe Kinder, googelt das nicht. Lieber nicht. Übrigens solltet ihr auch das Wort Tentakelkatze, glaube ich, auch nicht googeln. Gut, da kommt bestimmt einiges raus. So, hier. Gefangene befreien. Vorne ist ein toller Djinn, der lohnt sich doch bestimmt. Ich weiß nicht, aber das ist schon. So, XP schon. Sie haben keine Sicht auf ihr Defensivziel. Ja, weil ich da rauslaufen musste. Nee, weil ich einen gefangenen Maya als Defensiv ziehe. Also, na toll, vielen Dank fürs Gespräch. Glyphenwerkzeuge, ah ja. Ist ja schon wieder einer am Arbeiten hier. Raus hier. Hör auf zu arbeiten. Los, geh weg. Irgendwie sind das hier Workaholics. Die arbeiten trotzdem, obwohl sie nicht müssen. Ja, musst du erst mal anstupsen, in den Arsch, in den Hintern treten. Du darfst ruhig Arsch sagen. Ja, auch Tittenfreiheit und Tittenbonus und... Tittenbonus willst du sagen? Naja, den habe ich doch irgendwie immer. Ich bin ja das eigentlich das einzige Mädel in unserer Chaotengruppe. Ja. Aber hast du dadurch jemals einen Bonus bekommen? Nee. Siehst du. Was sagt uns das jetzt? Falsch. Genau. Irgendwas machst du falsch. So, Gefangenenfolgen. Können wir da oben drüber hopsen? Na, du musst ja einfach nur den Gang runter. Ja, ich weiß, aber hier kann man auch drüber hopsen. Ja, dann hops rüber. Genau, Bootcamp. Hopsen. Genau, üben. Mach mal. Das kannst du besser nochmal zurück. Nein! Nein! Doch! So, hier einen gefangenen Geist. Ja, genau. So geht das schneller. Ich brauch 3 Schuss. So eine Fette. Also eigentlich 9 Schuss, weil es sind ja 3 Schuss in der Salve. Apropos Salve, ich habe jetzt schon 2-mal einen Kopfgeldjäger gehabt an meiner Backe. Von wem? Die werden ja geschickt. Ja, wenn die werden geschickt? Ja, wenn du deine Flügelquest gemacht hast, dann kommst du ja so gesehen nochmal ein Video und da sagen sie, dass du jetzt einer der meistgesuchten Verbrecher bist. Sorry, spoilert. Dadurch werden dir immer wieder mal ein paar Kopfgeldjäger auf den Hals geschickt.
Und ich habe jetzt eben schon zwei gehabt. Okay. Beide besiegt. Und beides mal blaue Siegel rausgekriegt. Einmal für Elementar, was eben für mich gut ist. Und eins ist mit Salvenangriffen, Salvenschaden. Das wäre ja was dann für dich. Ach, jetzt ist der Vampir weg. Guck mal. Jetzt hat er dieses hässliche Halloween-Outfit an. Das muss ich nachher direkt mal ändern. Ey. Den süßen Rüschrack. Den süßen Rüschrack, genau. Genau den. Ja, wie gesagt, also auf der Bank habe ich das liegen, dann kann ich das ja noch geben, rüberschicken, wie auch immer. Achso, du machst den da gerade. Ja, das ist doch egal, du kannst doch auf andere Sachen schießen. Ja, ich muss ja nur ein bisschen auf. Ja, ich muss aber ein bisschen auf dich aufpassen. Das ist richtig. Ja. Schön auf die Kleinen aufpassen. Deswegen. Ich muss den Meister der Ghule finden. Sehr schön. Ich warte ja immer noch, dass du deinen anderen, deinen Drachencharakter so weit hochgelevelt hast, dass der mit Eukalypta weiterziehen kann. Ja, die ist ja. Also von der Quest her ist er in Blue Mountain. Müsst du hier in die Mine rein. Dann geht's auch ganz schnell. Dann. Ja. Aber die muss erstmal, dadurch, dass ich eben das falsche falsche Deck als erstes gelevelt habe, weil ich davon eigentlich nur das Outfit haben wollte, muss ich jetzt auch das noch ein bisschen ausarbeiten, weil ich das immer noch nicht. Ja, da hast du einen ganzen Bereich für Zeit. In welchen Bereich? Die erste Ecke. Ja. Aber davor müsste ich ja, bevor ich dann eben nach Ägypten komme und so, den Blue Mountain kann ich ja noch nicht wirklich questen, weil mir eben die Elementarfähigkeiten fehlen. Weil ich bin nicht wirklich der Nahkämpfer und das ist ein Nahkampfdeck und ich bin eher so. No. Verständlich. Mhm. So, den Versklaver vernichten. Guck mal, ich hab die Aggro. Wie kommt das bloß? Pfui, pfui. So. Bericht senden. Gucken, was sagen sie mir denn, wie die Drachen hier schön ist. Hast du gut gemacht. Es war richtig, die Chancen in diesem Konflikt ein wenig auszugleichen. Ja, natürlich war das richtig. So, Durchdringungswert, weniger Heilungswert, mehr Angriffswert, mehr Trefferwert, mehr Gesundheit, mehr Durchdringung. Ich glaube, ich nehme das mal. Auch wenn ich dadurch Heilungswert verliere. Was haben wir denn hier zwischendurch aufgesammelt? Gesundheit, magischer Schutz? Nee, brauchen wir nicht. Glyphen, Theaterausstattung und was haben wir hier? Durchdringungswert, das schmeißen wir uns doch direkt mal ein. Drogen! Drogen! So, hier glühende Kohlenstücke. Hüpf! Verrottete Leiche benutzen, das klingt so falsch, das klingt so falsch. Verrottete Leichen. Ach, das ist so einfach, wenn man hier mit jemandem rumgeht, der hier die ganzen Gule vom Hals hält. Also ich könnte ja auch sonst, du machst die Gule und ich mach die Leichen. Wir können ja Hälfte, Hälfte machen. Ich mach 6 Leichen und du machst 6 Leichen. Aber dann sind keine Gule mehr da. Siehst du mal. Ach, da hinten sind noch Gule, guck mal. Komm, Guli, Guli, Guli.
Das ist so total ungewohnt. Jetzt den Umstieg, wir haben eben noch einmal gespielt mit dem Villanef zusammen. Mit anderen Charakteren. Das ist echt eine Umstellung. Entschuldigung. So. Aber ich krieg die Mühle auch so gut. Ja, ein Glück. Ich muss ja immer schon so ein Auge auf dich werfen, aber geht ja. Hat. So. Ich bin ja jetzt nicht ganz unfähig hier, ja? Ey, das habe ich nie gesagt. Auch nie gedacht. Ich bin immerhin die Gnade, wie mein Titel sagt. Die Gnade? Die Gnade? 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 So gnädig bist du? Ich bin voll gnädig. Voll. Total. Deswegen muss ich direkt mal einen Ghoul-Unterdrücker töten, so gnädig bin ich. Zu einer Leiche. So. Ich finde, die Drachen haben auch die coolsten Titel. Die von den Templern finde ich irgendwie langweilig. Ach, also ich finde die vom Illusionisten gar nicht mal so schlecht. Was? Manten, Illusionisten. Ah ne, Quatsch, das hast du ja auch bei. Aber du hast recht, also. Makler und sowas ist nicht so toll. Tote Orochi. Nur ein toter Orochi ist ein guter Orochi. Haben wir die eine jetzt eigentlich schon die Scheiterhaufen? Ach ja, wir müssen irgendwem davon erzählen. Ja, ich glaube wieder dem Typi. Ja, dem Typi auf dem Kasten, auf seinem Reisepass. Müssen wir dem das erzählen? Nee. Ein Jungen von dem in der nächsten. Der ist doch Patmose. Ja, und das ist ja einer von seinen Kindern. Golem! Ein brutaler Hammer! Achso, du bist... Voll brutal, der Hammer. Mhm. Und da kommen schon die ersten Kultisten. Nieder mit ihnen. In den Staub. Geht weg, ich habe noch keine Selbstreinigung. Werde ich auch eine ganze Zeit lang noch nicht haben. Höhle von Kultisten säubern. Kam hier nicht auch eine Spinne nachher? Mhm. Also Leute, wenn ihr jetzt ausschaltet, dann nur weil ihr Arachnophobie habt. Ansonsten erlaube ich euch das nicht. Uns erlaubst du das nicht. Okay. Ja, ich kontrolliere das auch. Ich habe Bekannte beim BND und bei der NSA und die können was kontrollieren. Stasi! Die Stasi gibt's doch nicht mehr. So. Wie bist du hässlich? Ja. Muss man die wirklich machen? Ja. Okay, ich steht in der Quest. Hast du etwa Arachnophobie? Nicht direkt, aber ich mag kein. Also, ich kann mit Spinnen nicht wirklich was anfangen. Das ist so, geh weg. Ja. Aber ich hatte mal eine, also wenn es sein muss, dann. Spinnen werden ab einer gewissen Größe eklig. Finde ich. Also wenn so ganz kleine sind, mir völlig Wurst, aber. Ja, aber wenn sie so einen kleinen Finger schon als Körper haben. Ja. Das ist schon so. Bäh. Deswegen, aber ich mach sie trotzdem weg, wenn es sein muss. Am meisten, wenn es eben so die Schwester ist. Ja, die hat richtig Arachnophobie. Also, es geht gar nicht. So, was ist denn das nächste Ding, wo wir hin müssen?
Ja, das ist ja nur noch zu dem Typen in der einen Pyramide ihm erzählen und sonst hat ja noch der Papa da auf dem Papa hat auch noch was, eine. ne? Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Dann porten wir uns doch zum Papa zurück. Genau. Ich habe übrigens eine lustige Geschichte habe ich zum Thema Spinnen. Ich mit meiner Ex-Freundin gehabt, die eigentlich sonst auch nicht so bedarf war, was Spinnen angeht. Das hätte mir eigentlich zu denken geben müssen. Irgendwann waren wir im Urlaub und dann ruft es irgendwann so aus dem Badezimmer. Oh, ich, erst Video, dann ne? Spoiler. Ich meine, nicht Spoiler. War früher ein Geheimnis Cliffhanger. Sogar für die geheime Welt. Jetzt ist es die Grand Central Station. Die ersten kamen vor einigen Monaten. Sie fanden den geheimen Gang, meinen Gang, und wussten, wie man ihn benutzt. Das ist alles nur meine Schuld. Dann kamen die Erdbeben, Feuer vom Himmel, und die Jünger von Aton kamen aus ihrem Exil. Jetzt ist die Verteidigung geschwächt. Am Ende waren da noch sie und die ihren. Ich fürchte die Vertreter von Gaia, heiße sie aber auch willkommen. Sorgen machen mir eher die neuesten Besucher. Die Dämonen der Höllendimensionen haben das Flüstern des schwarzen Pharao gehört und überwinden die Dimensionen, um ihn zu Hilfe zu eilen. Wir haben schon genug Probleme mit den Schrecken aus dem Reich der Toten. Wir brauchen nicht auch noch Besucher aus anderen Welten. Wir müssen den geheimen Übergang betreten, okay. Deine Freundin Urlaub? Genau, ruft aus dem Badezimmer. Komm mal schnell, hier ist eine Spinne. So, ich so, ja gut, was wird das denn jetzt sein hier? Spinnchen oder so? Ja, geh dann dahin und das Erste, was ich gemacht habe, ist wieder einen Schritt aus dem Badezimmer rausgehen. Weil das wirklich ein riesen Vieh war. Aber keine Vogelspinne, oder? Nee, aber irgendwie so halbe Faust groß. So eine große Spinne hatte ich bis dahin noch nie gesehen. Ja, das glaube ich. Und das war echt widerlich. Ja. Das war das erste Mal, wo ich so gedacht habe, so Kacke, es gibt auch große Spinnen. Oh, ist das der Rail? Da hinten ist der Rare, warte mal, wie heißt der? Ja, das ist der Rare, den brauchen wir. Den brauchen wir? Den brauchen wir. Den Kanzler der Hölle? Ja, ja. Nein, es ist nicht Helmut Schmidt. Ha, ich hab Aggro. Das heißt, ich mach doch irgendwas richtig. Oder auch nicht. Er kann sich nicht entscheiden, der Kanzler. Der. Tada! Yay, Achievement. Ein Chaos-Fokus. Ja, welchen Höllenriss nehmen wir denn? Oh, eigentlich egal welchen. Du Echt hast die freie Auswahl. Ich glaube, man muss eh alle machen, oder? Ich habe so lange die Quest hier nicht mehr gemacht, ich kann es dir nicht sagen. Hey, Terra läuft ja nur noch in Kaidan rum und so. Ist ja gar nicht wahr. Ich bin auch viel in Kingsmouse und Savage Chaos, weil das sind. Weil Halloween eben ist, ja. Und weil die Quests einfach so schnell gehen, dass du dir die Schwarzbarren schnell verdienst. Und darum geht's ja im Moment. Ja. Weil ja, man braucht so viele. Ja. Liebe Kinder, falls ihr zu Hause Schwarzbarren habt, schickt sie der Terra. Die können die echt gut gebrauchen. Eine kleine Spende für die Terra. Ja. Es wird kalt. Sind die Höllenviecher einfrieren? Sind die nicht gewohnt?
einen Weg finden zu schließen hier. Achso, jetzt müssen wir warten. Bis der Obermöppel rauskommt. Genau. Kann ich ja direkt mal hier noch einen neuen Skill reinschauen. Da schon. Na, natürlich, in den unpassendsten Zeiten kommen die Djinn immer. Ich habe bei Djinn immer noch die bezaubernde Genie vor Augen. Ich auch. So. Einmal den neuen Skill reinschmeißen. Was nehmen wir denn dafür raus? Das ist die schwierige Frage. Shit. Hast du was gezogen? Nee, du musst das Portal anklicken, dann kriegst du auch ein Ladescreen. Aha. Na gut. Aber wo schickt es mich mal hin? Achso, ja, in die Zwischenfrequenz da. Ladebildschirm. Ladebildschirm. So, jetzt kannst du machen. Weil jetzt halte ich mich erstmal bedeckt. Okay. Sie hält sich bedeckt. So, was soll ich draus nehmen? Ich glaube, ich nehme den raus. Tu den dafür rein. Damit ich ein bisschen Umgebungsschaden habe. Und switche wieder auf Anima-Schuss. Anstatt auf Salve. Das heißt aber ich auch, ich habe keinen richtigen Heileffekt mehr. Außer den Absaugeffekt. Aber gut, das muss dann halt reichen. So, hier, Djinn Risssucher. Der weicht ja aus, Drecksack. Erdrissfragment. So. Na. Damage-Dealer-Tank. Kein gültiges Ziel in Reichweite? Was? Wie nennst du denn das da? Was ist ein Ziel? Bleiben wir nicht. Das Spiel will mich verarschen. Aber jetzt geht's, ne? Es ist so, als wenn... Nee, das darfst du nicht kaputt machen. Das macht die andere kaputt. Ja. Den da kaputt machen? Djinn Risssucher? Genau, okay. Nein! Ich will da nicht rein. Warum? Ja, weil es so nass betäubt. Nein! Aua. Weißt du jetzt warum? Aber jetzt hat er trotzdem keine Chance, weil ich habe ja dich mit. Und Hentai, die Katze. Ja. Darauf komme ich immer noch nicht klar. Wieso nicht? Hentai. Das ist ein guter Katzenname. Und irgendeiner muss ja die sexistischen Sprüche hier bringen, wenn der Lesrak nicht da ist. Ja, ne? Der kann sich warm anziehen, ich sag's dir. Wieso? Ja, dass er uns so lange allein lässt. Ja. Renn, Lesrak, renn! Ha 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 ha.
Meinst du, der will das? Also abhauen, flüchten? Ich weiß nicht. Letztens hörte sie sich das noch ganz anders an. Ich würde das ja gerne mal beobachten, wer da vor wem wegrennt. Will die nicht auch noch kaputt machen hier? Ja. Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir hier sauber, oder? Natürlich. Hey, ich mache immerhin 1600 Durchdringungsschaden, ne? Ja, das ist doch gut. Ja. Mache ich irgendwie einen Bonus, wenn man hier extra viele Erdrissfragmente einsammelt? Kannst du ja leider nicht. Doch, ich habe das gerade eingesammelt, wo ich das nicht mehr als Quest habe. Gute Frage. Die Fragmente in den Eingang legen? Wie schön. Verteidigen. Ich hasse Verteidigungsmissionen. Ah, guck mal, hier kriegt man keine Chance. Ich habe hier so eine Nordpol-Gegend. Nordpol-Gegend? Kennst du nicht die berühmt-berüchtigte Nordpol-Gegend? Wir haben noch nicht Weihnachten, dass ich mir Santa's Little Helper Outfit holen konnte. Santa's Little Helper. Ja, es gibt hoffentlich wieder Weihnachtszeugs hier. Gibt's ja, bestimmt. Ich hoffe mal. Sonst muck ich auf, aber sowas von. Ha! Ich hab einen getötet. Bevor du ihn töten konntest. Yay! Na, kommt jetzt das Dickerchen? Ja. Yep. Dickerchen? Er ist halt ein Dickerchen. Oh nein, der kommt auf mich zu und macht mir 10% mehr Schaden gerade. Er guckt dich echt die ganze Zeit nur an, das geht ja gar nicht. Ja. Ich bin ja auch hier bei Face Agro ziemlich gut dabei. Hüpf! Oh Mann, ich muss leider anhüpfen. Ach Mann, das wollte das voll stylisch jetzt so. Ich weiß, würde ich auch gerne, aber meistens musst du eben anklicken, anstatt dass du durchhüpfen kannst. Ach je. Lestrak ist nicht da, keiner macht sexistische Sprüche, ich kann nicht in den komischen Höllenriss reinspringen, nichts funktioniert. Hat mal jemanden Snickers? Wir haben eine Prima Diva, Prima Donna. Was hast du denn jetzt mit Snickers? Achso, das ist diese komische Werbung. Ja. Ja! Ich fand die immer toll. Na gut. Dann machen wir eben den Schluss für heute. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Nur wegen dieser komischen Snickers-Anspielung. Oh, komm. Damit ich jetzt Zeit habe, Snickers anzuschreiben, dass sie mich sponsern. Oh, alles klar. Meine Unterschrift hast du. Bis zum nächsten Mal, euer Koali und eure Terra May. Tschüss.